Nacktaktiv, ja. Ach, Werner und Zini mit Z. Ja. Spaß am Dienstag. So, willkommen zu Shantae Half Genie Hero oder Shantae, wie es immer der Wieser Vogel ausspricht. Shantae ist sowas wie das Maskottchen des Spieleentwicklers Way Forward Technologies, die ja auch unter anderem Spiele wie River City Girls, The Mummy Demastered, Marvel Puzzle Quest, Mighty Switchers, Hose Down, Teenage Mutant Ninja Turtles, Danger of the Ooze. Also sie haben, ich sag mal so, WayForward existiert seit 1992 und hat ab 1997 jedes Jahr Spiele rausgebracht für jede mögliche Plattform. Also die sind sowas wie ein Household Name. Shantae ist wie gesagt, ja, Officer. Ist halt wie gesagt der das Maskottchen der Firma. Ich finde Jammies Mode sehr schön. So sehe ich jeden Morgen aus, wenn ich Überstunden gemacht habe. Ich brauche fast 40 Minuten für die ersten drei Level, weil Taming mich hasst. So, zum Officer Mode kann ich gleich noch ein bisschen was sagen, woher das Kostüm kommt und so. Aber erstmal, let's go. Whoever's on the timer, if we're ready, we'll go ahead and start in 5, 4, 3, 2, 1, go. Stimmt nicht, Miss Foxy. Füchse mögen dich. So, Officer Mode. Das Kostüm stand aus der Mighty Switch Force-Reihe und im Prinzip haben wir jetzt die Fähigkeit, Blöcke auszutauschen. Und das werden wir halt im Laufe des Runs benutzen. Der Run selber ist glitchless. Die Stages sind auch immer dieselben, egal welches Kostüm man hat. Aber hier sieht man halt, wie das Ganze funktioniert. Ja, genau wie die. Die machen auch ein Remix. Sind ein sehr bekanntes Studio. Halt dafür, dass sie halt gute Spiele machen. Vielleicht nicht so AAA-Spiele, aber gute Spiele. Ja, Entschuldigung, ich bin gerade etwas... Ah nee, okay, Way Forward. Nee, ich musste vom Grafikstil gerade mal kurz was nachtippeln, weil der Stil hat mich jetzt sehr stark an Monster Boy and the Cursed Kingdom erinnert. Kann gut möglich sein. Also es ist halt sehr cartoonisch. Richtig. Und, ja, Angriffe ignorieren wir. Die Pistole nutzen wir halt ab und zu. Ich glaube, die haben das Spiel schon wieder so etwas miserabel gecroppt. Habe ich so das Gefühl. Oder der Officer Mode hat keine besondere Extra-Fähigkeit. Ich weiß es nicht. Ich kann auch gerade schlecht nachgucken, weil wir mitten im Run sind. Ist am Monster World 4 angelehnt. Hallo, okay. Berlin. Hi, Berlin. Ich will das wieder spielen, morgen runterladen. Bin schon klasse, dass du mal ausbedienen darf. Das Wonderboy mit dem Mädchen. Ja, ich weiß, welches du meinst, genau. Ja gut, was meine Tastatur angeht, sage ich ganz offen und ehrlich. Meine 150-Euro-Tastatur hat einen Geist aufgegeben. Seitdem nutze ich eine Fujitsu Siemens Computers-Tastatur von Anno Domini, die mein Nachbar noch übrig hatte. Da musst du mir aber irgendwann eine neue Tastatur besorgen. Richtig. Aber ja, ich weiß gar nicht, wer bitte mal posten? Danke. Also hier jetzt müssen wir halt hochklettern und das, da ist oben ein Dynamitfass, das wir halt da auf den Boss werfen müssen und dann Dauerfeuer auf den Kopf. Ja, okay, das ist sehr vielsagend nicht. Da muss ich mal kurz selber nachgucken, wo die PB im Officer Modo ist. Okay, 31 Minuten 57 ist der WR und der Runner hat die
Der Runner ist Nurinmaki SR. Wird platziert mit 33 Minuten, 2 Sekunden RTA. Ich habe mir angewöhnt, mich mal zu muten, wenn ich rede und schreiben muss. Fallfett Move. Der eine Boss ist nicht wirklich U18. Falls du den Meerjungfrauen-Boss meinst, ja. Ja, ich finde, es ist eine gute Inspiration. Und ihrerseits haben sie dadurch auch Barrow inspiriert, weil der hat dann sein Maskottchen Sam von Mighty Switch Force inspiriert. Und Sam hat sich inzwischen schon auch mega weiterentwickelt. Also ich feiere den Grafik, die gerade extrem hat. Also er sieht wirklich wunderbar cutie aus. Ja, also das Spiel hat wirklich Charme. Das Spiel hat wirklich enorm Charme. Jedes Teil davon. Ja. Vor allen Dingen, weil es auch so ein bisschen mit den Augenzwinkern ist. Also man sieht halt die... man sieht halt die Frauen sind so ein bisschen leicht bekleidet und so, aber es ist halt nicht anzüglich, sondern halt so ein bisschen augenzwinkernd. Es ist nicht despektierlich gemeint. Aber vor allen Dingen, weil der Hauptcharakter halt so wirklich, ja, eine starke Figur ist. Ja, es ist vor allen Dingen ja so, man muss halt offen ehrlich sein, es ist auch nicht irgendwie negativ ausgelegt, dass es halt, ich sag mal, fanservice-mäßig schon irgendwo untergeht. Es passt sich halt einfach dem Charakter so an, dass man sagen kann, ja, Hashtag ist so. Ja. Lebt damit. Übrigens, mal darauf achten, was mit den Frauen geschieht, die da jetzt am Haken hängen. So entstehen mehr Jungfrauen. Sag nicht. Ja, es ist noch nicht. Wir hängen uns jetzt am Haken, verändern, dass wir auch eine Meerjungfrau werden. Ich will dieses Spiel spielen. Cool, also die Shantira-Reihe ist allgemein sehr zu empfehlen. Jetzt nicht nur Half-Genie Hero, sondern auch Seven Sins heißt das, glaube ich, das mit den Piraten, Risky's Revenge. Und dann natürlich, falls du es irgendwo finden kannst, das allererste Shantae für den Game Boy Color. Nur ich glaube, da kannst du das Gewicht in goldgepresstem Latinum ausgeben. Oder nimmst den Emulator. Ja, ich halte nicht so viel von Emulatoren, es sei denn, es wird offiziell irgendwo emuliert. Ja, nee, das kann ich verstehen. Ja. Bei den Transformationen. Gibt es mittlerweile komplett auf der Switch. Ich muss mal ich muss nachgucken, wo ich überall die diversen Spiele habe. Ich muss allgemein mal meine Spielesammlung wieder auf den aktuellsten Stand der Dinge bringen, weil mir die ganzen Epic-Titel der letzten Monate dann noch fehlen. Und die Spiele, die ich an meinem Manfred dann noch gekriegt habe. Und die Rezensionsexemplare und hier. Ah. Gott, ja, Himmel, Arsch und Donnerknispel. Ich habe zu viele Spiele. Was Switch angeht, sage ich ganz offen und ehrlich, das Geld habe ich nicht. Deswegen. Okay. Eine Rush-Partie. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht quasi überrollt werden. Vogel wird durchdrehen bei den Transformationen. Ich glaube, noch schlimmer durchdrehen als gestern bei Mord the Chicken. Geht das eigentlich? Na. Oder vielleicht, wir wissen es nicht. Ich will es auch nicht ausprobieren. Jetzt haben wir eben aus Versehen einen Space Hooligan eingesammelt. Sollten wir eigentlich nicht, weil das kostet natürlich Zeit. Ja, die haben es definitiv schlecht gecroppt. Den Fehler machen sie gefühlt immer bei den 4:3 Spielen, dass da immer Teile des Games nicht dargestellt werden, weil das vom Layout überdeckt wird. Oder das stammt von Runner-Seiten. Ich weiß es nicht. Dante als Fuchs und ich kauf's mir instant. Ja. Ja. Fuchs, Wolf, ich habe ja gestern schon gesagt. Alles, was irgendwie mit der Rasse Caninus zu tun hat, und ich bin dabei. Also auf jeden Fall, wir rutschen hier weiter. Oh, Kanalpunkte-Challenge ist gerade eben gedodged worden. Miss Foxy Toxy spielt Shantae. Lol. 30. Ja, sie meinte 30.01. da war 0 zu viel. Ja. Solange es nicht der 30.02. ist.
Kali Mendoke, ich gehe mal ganz stark von OBS aus. Ja. So, die Giga Mermaid. Wir müssen sie befreien. Also von den Fesseln. Und die meint, diesen Gegner meinte Miss Foxy auch damit, dass der vielleicht nicht so ganz U18 ist. Und da wurden wir eben in die Wand gedrückt, weil der Block, weil wir vor dem Block standen, als der umgeswitcht worden ist. Wir müssen ihren Angriffen ausweichen. Das ist halt tricky bei der, bei diesem Kostüm. Hatten wir auch, also ich habe den, ich habe Mighty Switch Force 2, 2 war das glaube ich, auf den 3DS gespielt und das Spiel hat mich auch Nerven gekostet. Danke, Foxy. Vielen Dank. Sif, ich weiß, das ist vielleicht etwas, was hier nicht geht, aber kennst du Scrubs? Eine Comedy-Serie. Kennst du das Möpsehorn? Nein. Möchtest du es kennenlernen? Nein. Okay. Einfach bei YouTube mal eingeben. Ja. Weiß, und damit ist der Boss besiegt. Und wir können weiter. Also ich finde den Grafikstil wirklich so schön von diesem Spiel. So, jetzt wird es halt etwas trocken. Mindestens so trocken wie mein Humor. Ja. Noch trockener. Die Wüste oder mein Humor? Ja. Das dürfen die Zuschauer entscheiden. ja. Einfach hier durch die Wüste rennen, aufpassen, dass wir nicht von den Blöcken crushed werden. Und ja, das ist alles, was ich jetzt sagen kann. Was machen eigentlich die Space Pirates? Weil die umgehen wir ja. Absolut kein blassen Dunst. Das kam im Run nicht vor, in dem was ich mir angeguckt habe. Und Mighty Switch Force Half-Genie Hero hat nun nicht wirklich ein Manual, in dem ich nachgucken könnte. Google und ich sind nach Zanzan sind Runs, die man nicht aufzeichnen sollte. Deal, Foxy. Deal. Oh Gott. Ich denke, ich werde das spätestens im Sommer bereuen. Warum? Wir machen nicht viel. Also stimmt. Ja. Ich muss sagen, jetzt so vom Gucken her und im Vergleich zu Beach und Off und Ninja. Ninja ist am schnellsten, definitiv, weil Ninja kann sie einfach so durch die Gegend teleportieren. Beach hat halt diese Luftblasen, mit der sie durch die Gegend fliegt. Und Officer ist jetzt gefühlt am langsamsten. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht von diesem Sandwurm erwischt werden. Der auch gleich der Bossgegner sein wird. Einfach nach oben. Boah, diesen habe ich so gehasst. Tausendmal gestorben. Ich würde das kirre machen. So Zeitdruck und dann dieses Blöcke herumswitchen, kriege ich gar nicht ab. Da kann ich dich beruhigen, Ziff. Du gewöhnst dich dran. Das ist wirklich eine reine Übungssache. Ich habe mich schon bei Nightmare Switch Wars 2 nicht wirklich dran gewöhnt. Ja, aber es ist halt, ja, aber es ist halt so blöd, es klingt. Also ich kenne es selber von einigen Spielen her. Man ärgert sich zwar am Anfang, aber je mehr man sich dann da reinfuchst, desto einfacher wird es. Und irgendwann kannst du das so im Schlaf. Okay. Reinfuchsen. Okay. Okay. Kennst du beispielsweise, du kennst bestimmt aus Donkey Kong Country 2 das Säure-Level? Vielleicht. Wenn es das ist, woran ich gerade denke, vielleicht.
Ich sag mal so, es am Endeffekt, das ist ja genauso eine Übungssache, weil am Anfang, wenn man das spielt, man kriegt einen totalen Rappel bei diesem Level, weil die Säure steigt und du hast einen Zeitdruck, dann noch die ganzen Tierverwandlungen und aber wenn du das zwei, dreimal gemacht hast, dann ach ja. Ja, man macht diese Wandlungen manuell. Das ist halt das Gimmick dieses Kostüms. Das ist halt wirklich auf Knopfdruck die Blöcke transformierst. Und ich finde das halt wirklich vom Vorteil, weil du musst nicht irgendwie abzählen, nicht irgendwie, wann geht's weiter, sondern du drückst einfach und zack, bumm, fertig. Der Body Mass Index, das wäre anders schwer. Wegen automatisch. Wir sind ja gleich mit diesem Stage fertig. Ja, also das... Ich kann es wirklich nur mit dem Ninja vergleichen. Beim Ninja wären wir ungefähr jetzt schon durch. So viel macht das aus. Nash, glaube ich, gerne. Aber Sif, wenn du Ninjas sehen möchtest, dann bleib einfach dran. Nach diesem Spiel gibt es Ninjas. Weißt du, was ich nach diesem Spiel machen werde? Schlafen gehen. Nein, das tue ich meine normale Uhrzeit um 23 Uhr. Ich will meinen Schlafrhythmus nicht zerstören. Zumindest noch nicht. Also ich werde jetzt nicht bis zum Ende aufbleiben. Das ist mir einfach zu spät. Und da ich heute Morgen schon relativ früh aufgestanden bin, werde ich mich heute Abend auf meinem Bett freuen. Ich werde nach diesem Run weiter VODs schneiden. Noch hier und da ein bisschen Krempel machen und dann auch irgendwann auch Abendessen, was dann dringend notwendig ist, weil ich habe schon wieder ein Loch im Bauch. Wilbur! Inferring Invertebrate. Ich finde die Sprüche so klasse. Wir müssen den Angriffen ausweichen und dann irgendwann auf diesen Knopf gehen, womit halt Kanonen ausgefahren werden. Und Wilbur ist halt allergisch auf Kanonenkugeln. Wer wäre das nicht? So, Kanone geladen. Gib Fire. Bang. Auge getroffen. Auge ploppt raus. Und jetzt müssen wir das Auge halt quasi hin und her schießen. Wir dürfen nicht getroffen werden. Man könnte auch sagen, Wilbur versucht Auge auf uns zu machen. Autsch. Naja, ist doch so. Ein Riesenwurm versucht Auge auf uns zu machen. Ja. Wieder den Angriffen ausweichen. Also das wird so ungefähr 4 Phasen lang dauern. Ted, same. Exakt meine Reaktion. So. Wieder die Kanonen laden. Gib Feuer. Bang. Zack. Sif, es kommt gerade die Frage rein. Body Mass Index, das wird alles bei uns auf YouTube landen. Nicht mal auf Twitch wegen der DMCA-Sache. Da haben wir jetzt erst vor kurzem unsere ganzen VODs von all den Jahren zuvor gelöscht. Ausrufezeichen VOD-Archiv und dann siehst du, wann was freigeschaltet ist. Also ich bin fleißig am Schneiden. Nur, ich denke, im Laufe der nächsten Woche wird das alles auf YouTube landen. Gib Feuer, bang. Und ansonsten Body Mass, wir haben immer wieder Events. Also, falls du mal irgendwann was bei uns zeigen willst, was so thematisch passt, einfach bei uns einfach unser Comment-Bot. Okay. Einfach bei uns im Runner-Kanal lurken, wenn wir damit wieder was posten. Sie meinte Skadedia als unseren Command-Bot. Nicht das Kommando-Bot. Ach so. Weil Skadedia ist schon so lange bei uns, der kennt die ganzen wichtigen Befehle. Hätte ja sein können, dass es auch noch ein Command gibt. Und damit ist der Boss down übrigens. Das ist der
Längste Bosskampf. Und der nächste Bosskampf kommt direkt danach, nämlich Twitch und Weingier. Also Twitch und Weinessig, Vinegar. Ja, ich glaube, Vinegar ist Weinessig. Vinegar ist Essig. Weingier ist Essig. Ja. Also nicht Weinessig, sondern nur Essig. Okay. Aber als erstes haben wir ein kleines Wettrennen, einen kleinen Autoscroller. Klingt der Teppich gefälligst? Und wir werden irgendwann von Teppich zu Teppich und von Schiff zu Schiff springen. Und von Ballon zu Ballon. Liegender Teppich gleich heißer Feger. Hm. Nettes Teil. Was? Ich finde ja, das einfach cool. Gut, in Ordnung. Weniger als was oh. Wir sagten Weingar, nicht weniger. Wenig ist außerdem nicht gar, sondern kaltgestellt. Und weniger Vene möchte ich nicht haben. Weniger Vene. Oh, Sif, du kannst doch gut mithalten. Das war übrigens Rotten Tops heißt die, glaube ich. So ein Zombie-Mädchen. Unsere Freundin, in Anführungszeichen, die aber auch ebenfalls für jede Menge Ärger sorgt. Rotty Tops heißt sie, glaube ich. Und das sind Twitch und Vinegar. Delinquente Daredevils. Delinquente Teufelskerle. Warum habe ich bei den Gefährten das Gefühl, dass wir nachher noch eine Power Rangers Transformation haben werden? Weil du im falschen Spiel bist. Schade. So, 4-2, wir müssen von Luftschiff zu Luftschiff springen. Gott, deutsche Sprache, schwere Sprache mal wieder bei mir. Halt den Mund, Vogel. Kein Kommentar. Ich hab doch gar nichts gesagt. Kein Kommentar. Ich gehe ja schon. Ciao. Gut. Und weiter geht es. Die Story vom Game ist aber eigentlich echt nice. Ah. WB. WB. danke. So, einfach hier weiter durchballern. Problem ist, ich weiß nicht, wie die Story ist. Ich habe jetzt aber die Wikipedia-Seite auf, aber ich kann jetzt gerade nicht nachgucken. Ich glaube sogar, dass die Story, die erzählt wird, ist in Details von Kostüm zu Kostüm unterschiedlich. Bei der Beach wollen wir halt einfach an den Strand gehen. Und bei Ninja wollen wir unser Ninja-Training absolvieren. Jetzt bin ich mal gespannt, was im Officer-Modus gesagt wird. Kurze Frage, was das Level jetzt angeht. Es hat so ein bisschen die Anschein. Ist das angelehnt an Super Mario Bros. 3? Vielleicht. So, Edelsteine aufsammeln. Also ich weiß es nicht. Ich weiß es hundertprozentig nicht, Vogel. Weil es erinnert mich jetzt halt ganz stark an die Airship-Level von Super Mario Bros. 3. Ja, aber ich glaube, diese Level haben viele Vorlagen. Das ist richtig. Ich meine, auch Mega Man lässt grüßen, so wegen den Laserbarrieren und so. Das ist auch wieder wahr. Aber diese Kristalle sind eine Art Lebensversicherung, so wie die Ringe von Sonic? Nee, die Kristalle sorgen für ein Level ab. Ja, aber nicht dauerhaft. Ja, weil sie gerade die Kristalle verloren hat. Dadurch wurde das Level wieder gesenkt.
Die muss 150 Kristalle sammeln, dann kriegt dann sie jetzt Maximum. Ein Level. Ja, nur ich frage mich die ganze Zeit, wozu? Ich vermute mal, dass sich dies auf die Angriffsstärke auswirkt. Vielleicht kann ja Miss Foxy was dazu sagen. Kann gerade mal eben gucken. So, die Motor zerstören und als nächstes kommt der Ammo Baron. Der Ammo Baron, der Munitionsbaron. Der ist auch ganz nett. Ja, die Waffe wird stärker, mein Gott. Danke dir. Ah, danke. Und das erklärt es. He's the law around here. Okay. Und der Ammo Baron hat sozusagen Satelliten. Er hat eine große, müssen wir drei große haben. Welche Kugeln? Die Schusskugeln. Okay. Also ich gehe ganz stark davon aus, dass je höher das Level ist, sich dann irgendwann natürlich auch die Attacke ändert. Ah, okay. Ja, also müssen sie die Satelliten zerstören und aufpassen, dass sie nicht getroffen werden. Die Schüsse sind gut. Ja. Ja, und da wurde sie getroffen und davon mal von vorne. Aber das Spiel müsste eigentlich recht ordentliche und faire Rücksicht, ja. Nur den Bosskampf. Ich kann mir jetzt halt nur vorstellen, dass die Kristalle weg sind. Nee, die sind noch da. Dann ist das Spiel aber wirklich fair. Ja. Reset? Nö. No. Der zieht das jetzt knallhart durch. Komm. Übrigens, das ist... Jetzt ist sie Level 4. Ja. Dauerfeuer. Und genau, jetzt sie getroffen wird. Jetzt sieht man auch, was das Level-Up ausmacht. Genau, jetzt ist sie wieder Level-Down. Level-Up. Genau. Uff, da ist viel auf dem Bildschirm los. Ja, sehr viele Drohnen oder Satelliten und wie man auch mal diese Leute bezeichnen soll. Minions. Untertan. Kanonenfutter. Ja, und da ist der Bus erledigt. Und drauf gucken, ganz schnell gucken, man sieht, wie er dann damit aussieht. In Nette Unterhose, Buchse. In Unterwäsche. Minion-Schutzschild, ja. Eh schon, alles schön bei C&A eingekauft. Gab im Dutzend billiger, der Partnerlook. Vor allem Herzchen-Unterwäsche läuft. Also es gibt auch Cutscenes, aber die skippen wir natürlich hier im Run. So, ein verwunschenes Schloss. So, danke euch, habe ich nun ein paar Spiele, die mich in der näheren Zukunft beschäftigen werden. Frontlinien-Fußvolk, kann man auch sagen. Also hier finde ich dieses Gimmick nett, dass man halt im Scheinwerferlicht sich vorwärts bewegt. Also, dass der Scheinwerfer halt einem mitgeht und man nicht so weit vorgucken kann. Einmal hüpfen, einmal hier, einmal da, einmal überall. Bei links, bei rechts einfahren lassen. Jetzt irgendwie bei Spencer machen. Zwei links, bei rechts, zwei fallen lassen. Oh, gibt es eigentlich zu Bud Spencer Spiele? Ja. Steps and Beans. Frag Vegeta, der hat das mal gerannt. Bud Spencer und Terence Hill, Steps and Beans. Gibt's auf jeder erdenklichen Plattform. Hat so einen schönen Retro-Look. Ah! Und soll wohl auch eine sehr schöne Hommage an die Videos, an die Filme sein. Okay.
war ein Kickstarter-Spiel. Ich merke schon. So, natürlich. Team. Wunschliste. Was? Einfach nur so. Übrigens, ganz nett, man hat eben gesehen, wie halt ein Gegner quasi nach vorne gesteuert wurde und im Bildschirm kondidiert ist. Das war auch sehr schön. Da ist wieder Rotty Tops. So, nächste Stage. Jetzt ist der Bosskampf dran. Grid Baron, what's it to you? Grid Baron ist halt ein Standardgegner in Shantae. Der taucht immer wieder auf. Und ist er da und dieses Mal kommt ja, Dual Barons. Way past Curfew. Lange nach Zapfenstreich. So, da ist der Tintenfisch down und jetzt kommt der kommt dieser Magier. Wieder SLT und Shantae. Was war das jetzt? Ach so, das war mein Handy. Ich krieg gleich Essensversorgung von meinen Nachbarn. Sind denn deine Nachbarn zufälligerweise Familie? Ja. Okay. Und sie können verdammt gut kochen. Das glaube ich dir aufs Wort. So, letzte Stage. Die Lava-Fabrik. Wo ich auch schon wieder meine Notizen in die Tunnel kloppen kann, weil geht ja nicht, weil Officer hat ja gewonnen. Naja, egal. Bislang ist es gut gelaufen. Er wohnt neben der Nöderbude. Wie geil ist das denn? Das tue ich in der Tat. Ein sehr guter Dönermann sogar. Ja, also eine Dönerbude habe ich auch in der Nähe. Es sind aber ein paar Meter weiter. Ich muss vielleicht 100 Meter oder so bis zum Rathausplatz und da habe ich das Dönerrestaurant. Machen auch Pide, Pizzen und so. Sehr, genau. Sehr lecker und sehr zu empfehlen. Gut, ich habe halt das Glück, ich habe noch zwei Italiener hier bei mir gleich nebenan. Und ja, das habe ich nicht. Und eine griechische Bude. Ich habe ein griechisches Restaurant. Das ist auch nicht schlecht. Und das fast umsonst. War es die Unimensa, das Unimensa-Essen oder die Bude? Unimensa. Ich glaube, sie ist ja noch Studentin. Ich habe Lieferando. So, gut, schön. Same, Buddy Miss. Und weißt du, was Jack Sparrow jetzt sagen würde? Ich habe ein Glas voll Dreck, ich habe ein Glas voll Dreck. Rat mal, was da drin ist. Dreck. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht... Ja, da wurden wir getroffen von den Stacheln und dann von dem Block in den Bildschirm gesteuert. Das war unlucky. Also man merkt, das ist jetzt gerade ein bisschen sehr knifflig. Nur dämliche Hobby-Öko-Nachbarn mit so noch einem Kakun. Wieso? War Miss Foxy zu Besuch? Sift, er dauert ein bisschen, aber der kommt gut. Ich bin mal ganz kurz an der Tür. Okay. Guter Fuchs. Was hast du gegen Hühner? Nichts Wirksames.
Maggot. Hühnerfleisch ist echt lecker, nur ich will nicht allzu viel davon essen. Wie ich auch allgemein versuche, meinen Fleischkonsum in Maßen zu halten. Das ist so ein, zwei Mal im Monat mir so Hackfleisch oder so, hole ich mir daraus was mache und ansonsten überwiegend ja fleischlos esse. Und was auch meinem Körper, glaube ich, gut tut. So. Den Gegner besiegen. Willst soll ich mal grausam sein? Hau raus. Ich poste, ich mach mal eben ein Foto und stell das mal auf Twitter. Dann tut das. Risky Boots, der Endboss. Dauerfeuer. Kann halt hin und her sippen, hat Pistole und je nach Phase kommt auch ein Anker hinzu. Und das war's. Das war Shantae, Half Genie Hero, Costumus Ooms, Any Present, Officer's Costume. Das heißt noch nicht ganz. Jetzt kommt etwas, was ein bisschen an die Metroid-Reihe erinnert. Wir müssen fliehen, haben allerdings keinen zeitlichen Druck. Das heißt, wir haben schon Druck, weil hinter uns kommt eine Lavawand. Also wie immer. So. Finde ich gerade sehr an. Das ist nicht gerade mehr an Rayman. Kann mich jetzt nicht an ein Rayman-Spiel erinnern, wo man von der Lavawand. Ah, doch, Rayman Origins und Rayman Legends. Da gibt es das teilweise. Ich habe mal eben was gepostet. Gut, ich schaue gleich nach, wenn der Run vorbei ist. So, schnelle Reflexe haben. Boah, es sind auch noch selbstgemachte Pommes. Oh, lecker. Ich will mich morgen mal einen selbstgemachten Reibekuchen probieren. Und das war's. Das war's jetzt wirklich. Ich sehe gleich, wie Sif mich einfach alleine wegen des Tellers aus German rausschmeißt. Also es ist ein großartiges Spiel. Muss man halt ganz offen und ehrlich sagen. Jo. Und was ist das Rotes? Verbranntes Paprika? Nein, das sind Rindwürstchen. Alles noch ein bisschen Ruhe, meiner Meinung nach. Hätte noch ein bisschen länger auf den Grill gekonnt. Die sind gut durch. Glaub mir, die sind richtig gut durch. Gut. So durch wie du? Ja, mindestens. Aber zu wenig Soße. Ja, das klein bisschen etwas da. Ja, nee. Weißt du, Sif, dazu muss ich eins sagen. Egal wie dicht man ist. Goethe war Dichter. Ja, gut. Das lasse ich mal im Raum stehen und verabschiede mich. Das war mein letztes Commentary. Und das war mein letztes Commentary für dieses Event. Und man hört mich irgendwann wieder, spätestens dann, wenn ich mal wieder ein Spiel vorstelle. In dem Sinne. Haltet die Ohren steif, lasst euch nicht von diesem verrückten Vogel unterkriegen. Habt euch wohl. Ciao. Du weißt schon, Sif, ich bin heute noch völlig. Ich glaube, der letzte Spruch war so schlimm, er musste fliehen. Ja. Kann ich verstehen.